Das Okavango-Delta gehört zu den ökologisch wertvollsten, wildtierreichsten, aber damit auch konfliktträchtigsten Regionen der Erde. Es ist das bedeutendste offene Schutzgebiet auf dem afrikanischen Kontinent und ist Heimat für bedrohte Arten wie Löwen, Geparden, Wildhunde, Spitzmaulnashörner und Elefanten. Am Rande des Gebietes leben auch Menschen, die Rinder, Ziegen und Schafe züchten und Wildtiere als Bedrohung sehen. Vor allem, wenn Raubkatzen ihre Nutztiere reißen. Viele Löwen bezahlen das mit ihrem Leben. The most of the predators that attack us here is the lion. My name is Mahakota Osha. I stay in Kukau village. I'm a farmer. I've got 110 cattle and 120 sheep and 55 goats. January up to now, it kills 17 cattle. In zwei Jahrzehnten ist die Löwenpopulation um 43% eingebrochen. Zum Schutz der Nutztiere werden trotz des dramatischen Rückgangs immer wieder Großkatzen vergiftet oder erschossen. Unser Ziel ist es, die Löwen zu schützen und ein friedliches Miteinander von Einheimischen und Wildtieren zu ermöglichen. Wie wollen wir dieses Ziel erreichen? Wir zeigen den Farmern neue Wege im Umgang mit Wildtieren und sensibilisieren die Menschen von klein auf für das Thema. Wir wollen wirksame Maßnahmen zum Schutz der Herden und Löwen umsetzen und dabei Sicherheit und Know-how schaffen. Wir ermöglichen alternative Einkommensmöglichkeiten und existenzsichernde Maßnahmen. Um in Notsituationen schnell Hilfe leisten zu können, richten wir einen Safe-Stützpunkt für Lion Ranger ein, die die Farmer vor Ort unterstützen und im Notfall sofort Hilfe leisten. Alles für das friedliche Miteinander von Weidetieren, Menschen und Wildtieren. Unterstützt uns dabei, ein friedliches Miteinander von Menschen und Wildtieren zu ermöglichen.